Jo liebe Leute, Theo hier, heute mit einer neuen Mario Odyssey Challenge und diesmal wirklich eine Challenge, die sich von den anderen abhebt. Denn mein guter amerikanischer YouTube-Kollege DGR hat gestern ein Video hochgeladen, wo er eine Challenge probiert hat und daran gescheitert ist nach 1,5 Stunden. Und ich kann euch schon mal sagen, ich habe gestern Abend hier 2,5 Stunden dran gesessen und mir ist es am Ende geglückt. Bevor ich euch erkläre, was für eine Challenge das ist, wollte ich euch nochmal aufs Gewinnspiel darauf hinweisen und zwar die Bowser Amiibo. Ihr müsst nur Abonnent des Kanals sein und einen Kommentar schreiben, dann könnt ihr die Bowser Amiibo gewinnen. Ihr müsst dafür ins Metro Kingdom und dort direkt die erste links und dann das Gebäude neben dem Cap Shop oben aufs Dach. Dort müsst ihr erstmal raufkommen. Es gibt auch eine Checkpoint-Fahne und genau daneben liegt der Football und das ist die Challenge. Ihr müsst diesen Football, ja genau diesen hier, mit einem Kick über das eine Gebäude in die Gasse und genau in den Gully reinkicken. Und das Ganze nur mit einem Kick, Leute. In diesen kleinen Gully. Und es ist kein Wunder, dass DGR nach 1,5 Stunden aufgehört hat, es zu probieren. Weil es ist wirklich richtig schwer. Und zwar müsst ihr jedes Mal den Gully neu öffnen und dann wieder hochklettern zu dem Football. Ihr könnt euch nicht mit der Checkpoint vorne hin teleportieren, weil sonst ist der Gully wieder zu. Und ich habe es wirklich 2 Stunden probiert, den Football von vorne zu schießen. Aber dann, wie ihr seht, sieht es immer knapp aus, als wenn er bald drin ist. Aber es geht wirklich nicht. Also von vorne geht es nicht. Er prallt immer genauso ab, dass er nicht drinne landet. Wenn es jemand von euch schafft, von vorne ihn reinzukicken, das würde ich gerne nochmal sehen. Aber ihr seht hier, wie oft ich es probiert habe. Ich blende es euch die ganze Zeit ein. Es gibt wirklich unzählige Versuche, wo ich einfach verkackt habe. Und jedes Mal, wenn ihr den Football verschossen habt, müsst ihr euch wieder zurück teleportieren, müsst zum Gully gehen, ihn wieder aufmachen und müsst dann das Gebäude wieder hochklettern und dann habt ihr wieder einen Schuss frei. Wenn ihr wieder verkackt, genau das gleiche. Der Trick bei der ganzen Sache ist, dass ihr den Football links gegen das eine Gebäude erstmal bouncen müsst und dann wirklich mit ganz, ganz viel Glück landet ihr drinnen und ich zeige euch jetzt mal meinen Schuss, mit dem ich es geschafft habe, Leute. Und zwar passt auf, ich habe wirklich auch selbst diesen Seitwärtsschuss oft probiert und dann irgendwann, ich konnte es gar nicht fassen, ich war im Teamspeak mit Akata und den anderen und dann habe ich einfach geschrien vor Freude, weil ich habe es geschafft, Leute. Es ist möglich und auch wenn es lange gedauert hat, hat es mir echt viel Spaß gemacht und ihr könnt ja mal euer Glück versuchen. Es gibt auch mehrere Footballs und auch mehrere Gullideckel, die man aufmachen kann. Eventuell findet ihr mal eine neue Challenge und könnt mich dann auf Twitter markieren. Ich sehe das dann und mache vielleicht noch ein Video darüber, Leute. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Ansonsten bin ich jetzt raus, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.